Ja, hallo, der Michi hier von Mika News. Heute stelle ich euch von RC4WD die Warn Fernbedienung Plus Empfänger vor und wie das Ganze funktioniert und ob danach die Seilwinde auch funktioniert. Das seht ihr nach dem Intro. Ja, schönes Teil. Wie steuert man halt eine Seilwinde an? Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich natürlich einen Akku direkt dran stecken. Bloß das macht sich natürlich schlecht, weil müsst ihr ja immer wieder umpolen wegen der Drehrichtung. Dann gibt es die Möglichkeit, mit dem Fahrregler das Ganze zu machen. Kann man dann über einen dritten, vierten Kanal machen. Gibt es auch die Möglichkeit. Und hier stelle ich euch vor, von RC4WD, den Wireless Fernbedienung mit Empfänger. Komplett Set, alles ist bei. Hat natürlich so seinen Preis, wird so um die 53 bis 60 Euro kostet das gute Stück. Ihr habt 15 Meter Reichweite, ungefähr. Batterien sind hier in dem Set enthalten, Kabel sind enthalten. Das Ganze wiegt nur 11 Gramm. Na gut, da muss man jetzt sehen, was man da wiegt an der ganzen Sache. Ihr habt, wie gesagt, die Kabel bei. Wie das Ganze dann angeschlossen wird, das zeige ich euch gleich etwas näher. Erstmal den Kit-Inhalt. Ihr habt hier das Kabel bei. So. Für die Spannungsversorgung unter anderem. Und Verbindung zur Winde. Dann haben wir hier noch dabei die Fernbedienung. Ja, schönes kleines Teil. Sieht ja auch ganz neckig aus. Hab hier zwei Funktionen. Hoch, runter, beziehungsweise nicht hoch, runter, raus, rein. Also jeweils kann man die Drehrichtung hier darüber beeinflussen. Also sprich, ich habe die immer bei mir dran oder ich mache die am Sender fest. Und dann kann ich halt einfach drauf drücken, hoch, runter, also raus oder rein. Ansonsten stoppt das Ganze. So, dann haben wir hier den Empfänger. Der ist quasi Plug and Play. Ja, wir haben ja hier einmal den Anschluss für den Akku und einmal den Anschluss für die Winde selber. Das zeige ich euch gleich, wenn ihr näher rankommt. Hier habe ich schon mal das Fahrzeug vorbereitet. Seilwinde ist auch schon angebaut. Das muss ich bloß noch dazwischen schalten. So, wie gesagt, hier die Fernbedienung. Dann haben wir hier noch bei ein Aufklebebogen, coole Sache, und hier, sehr cool, also das hat man auch selten, eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung, auch nicht immer stetig dabei. Ja, worauf sollte da achten? Also der Betriebsspannung ist 6 Volt bis 11,1 Volt, also sollte von 2 bis 3 S sein, also immer darauf achten, beachtet den Spannungsbereich. Manche Fahrregler, zum Beispiel, wenn ihr Fahrregler nutzt, ne, müsst ihr ja das BEC-Kabel dann abmachen am Stecker zum Regler, zum Empfänger vom Regler, wenn ihr den Regler als Windenservo-Regler nutzt, müsst ihr drauf aufpassen. Na, dann muss der natürlich auch das BEC von 7,4 Volt mitmachen, falls ihr am Empfänger 7,4 Volt eingestellt habt. Könnt das ja bei manchen Reglern oder beziehungsweise manchen Kombos könnt ihr das einstellen. Also müsst ihr immer wieder darauf achten, welchen Spannungsbereich ihr im Endeffekt habt. Hier steht was von bis 11,1 Volt, aber mit 2S macht man hier überhaupt nichts verkehrt. Das habe ich auch hier schon mal an der Kombo eingestellt. Ich habe eine Fusion SE drin und da habe ich dann das BEC auch so eingestellt. Und ich würde sagen, kommt einfach mal näher ran und wir schauen uns das Ganze näher im Detail an. So, jetzt seht ihr mal die kleine Fernbedienung hier mit den zwei Button. Wenn ihr die drückt, könnt ihr das ganze System hier, so wie es hier aussieht, binden. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Aber das werden wir uns dann im Detail ansehen. Hoch, runter, raus, rein, das kommt drauf an. Wie es angeschlossen ist, dann haben wir hier unten einen ganz kleinen Schalter. Wenn wir den einschalten, dann sollte dann hier die Fernbedienung leuchten. Leuchtet die mal nicht, ja, dann ist der Akku vielleicht leer oder der Akku sitzt nicht richtig im Fach drin. So, dazu müssen wir hier
und das ist hier auch beschrieben, einfach diese beiden Schrauben lösen. Die obere und die untere braucht da einen ganz kleinen Kreuzschlitz, Schlitzschraubendreher. So, mal gucken. So, nicht verlieren die kleinen Schrauben. So sieht das Ganze dann aus. Und hier befindet sich dann die Batterie. Hier seht ihr den kleinen Schalter. Wenn wir hier rumdrehen, dann seht ihr auch hier die zwei Taster, die dann praktisch hier auf diesen Gummi drücken oder umgedreht ihr dann von der anderen Seite auf die Taster drückt. So, Batterie wird hier einfach nur rausgenommen und die könnt ihr natürlich auch dann jederzeit wechseln. Also wenn ihr mal eine neue braucht, das ist kein Problem, zieht die einfach hier raus und wechselt die durch eine neue aus. Es ist eine CR202, wie es aussieht, ne? 3 Volt. Also Original Panasonic. Könnt ihr da einfach nur wechseln und dann einfach nur reinschieben. Und schon funktioniert das. Testen. Hier, Lampe geht auch an. Also funktioniert. So wie es sein soll. Ja, dann einfach Deckel drauf mit einem ganz kleinen Kreuzer. Könnt ihr dann hier dann die Fernbedienung wieder festziehen. So, also zumachen. Das Ganze ist übrigens nicht wasserdicht. Also wenn ihr hier diese Empfängereinheit in euer Fahrzeug macht, müsst ihr da natürlich aufpassen. Hier hinten ist der kleine Schalter. Den kann man hier einschalten. Und dann sieht man das Leuchten, dass die Fernbedienung ein ist. Und dann als nächstes würde ich mal sagen, gehen wir an die Verkabelung. Eigentlich relativ simpel. Ihr braucht auf jeden Fall einen Akku. Ich habe hier mal sicherheitshalber einen 7,4 Volt Akku genommen. Wenn ihr keinen passenden Stecker habt, hier übrigens, ne, ihr braucht hier einen XT60. Das ist beim RC4WD jetzt gerade aktuell so Standard verbaut, selbst in den Fahrzeugen. Dann kein Problem. Ich habe hier so einen Adapter auf den Dienst-T-Stecker und schon kann ich das Ganze praktisch so überbrücken. Als nächstes stecken wir das hier ganz simpel rein in unser Gerät. Kann man nichts falsch machen. Hier, das ist verpolungssicher. Also hier kommt der Futaba-Stecker rein und hier kommt der andere Stecker rein. Also für die Seilwinde von der Seite her alles easy. Kann man auch nichts verpolen. So, dann einfach reinstecken. Dann haben wir das geschafft. Als nächstes können wir hier die zwei Tasten drücken. Also erstmal einschalten. Dann die zwei Tasten drücken. Sehen, ob da was passiert oder was da passiert überhaupt. Das sollte schon gereicht haben zum Binden. Ihr müsst, wie gesagt, diese zwei Tasten nur drücken. Hier gleichzeitig. Schon wird gebunden. Hier passiert was und hier passiert was. Na, sieht ja schon mal gut aus. Also, dann im nächsten Schritt. Also, wir brauchen natürlich jetzt hier das Gegenstück. Habe ich jetzt nicht. Also, ich habe ja nur den Stecker praktisch in meinem und müsste eine passende Seilwinde haben, die auch diesen Stecker hat. Aber habe ich nicht jetzt hier vorliegen. Das heißt, ich baue mir kein Adapterkabel, dass ich wieder auf diese Buchse komme. Nein, ich nehme einfach hier mein Fahrzeug und schließe die Seilwinde dann dementsprechend auch hier an mit einem, mit dem passenden Stecker. Ihr seht es ja hier, das ist ja der gleiche Stecker, der hier ist. Plus, plus stimmt auch. Kann man ja nichts falsch machen. Und dann auch verpolungssicher wird es einfach nur hier hingesteckt. Vor allen Dingen kann man auch Plus, Minus erkennen. Stecke ich hier rein. So. Dann habe ich hier mein Kabel, also meine Seilwinde. Hier meine Fernbedienung. Und ihr seht, fährt rein, fährt raus.
rein, raus. Na easy. Rein und wieder raus. Cool. So simpel und einfach funktioniert das Ganze. Dann könnt ihr ganz einfach eure Seilwinde mit den Controller hier, also mit der Fernbedienung, verwenden, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Ne? Und das Schöne ist, ihr habt doch die Möglichkeit, hier mit so einem Band zum Beispiel den Controller an eurer Fernbedienung festzumachen, ne? Egal wo. Oder ihr könnt es natürlich auch am Arm tragen, das ist auch kein Problem. Oder ihr nehmt den Controller und tut ihn irgendwo festmachen, wo er im Prinzip nicht stört, wo er dann im Prinzip steuern könnt und dann braucht ihr einfach bloß händisch draufdrücken und schon könnt ihr die Fernbedienung bzw. die Seilwinde verwenden. Ja, wenn ich dazu überlege, kann jetzt hier so mit meinem Fahrzeug fahren, ganz simpel und einfach, und hab dann so, kann dann quasi fahren, und wenn ich jetzt hier rein oder rausfahren will, dann drücke ich hier einfach nur drauf und dann kann ich die Seilwinde verwenden. Ja, so simpel und einfach funktioniert die One Seilwinde von RC4WD. Ganz simpel und einfach. Ja, das war mal eine kurze Vorstellung der Seilwinde, also der Fernbedienung mit Fernbedienung und den Empfänger plus den Stecker für den Betrieb einer Seilwinde. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal. Und ja, wie macht ihr das? Wie setzt ihr das eigentlich um, eure Seilwinde zu steuern? Schreibt es gerne in den Kommentare rein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Mika.